Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Byte-Überlaufs. Wir sind in Folge 256, das heißt, wir haben endlich das Maß voll. Das Maß eines Bytes, 255 war gestern, heute ist 265, 56. Ach, ja, Mist. Okay, Entschuldigung, hab's mal eben, aber wir sind ja im Livestream, ich kann nicht nochmal aufnehmen. Habe ich auch noch nie gemacht, also sowas mache ich nicht. Wer sich wundert, was das hier für eine Atmosphäre ist: Wir senden hier heute live aus Leipzig und sind sehr stolz jetzt auch schon, wir haben das gerade schon sehr gefeiert mit Prosecco und allem, dass das Internet hier funktioniert. Also jetzt nicht wegen Leipzig, sondern weil das, ihr wisst ja, wie das ist, wenn die Telekom irgendwas anschließen muss. Deshalb haben wir das schon als feiernswert empfunden. Deshalb also auch dir herzlich willkommen bei YouTube. Heute machen wir was völlig anderes. Was eigentlich ein bisschen doof ist, ne? Jetzt wo ich so drüber nachdenke. Weil in der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass wir das UI-Framework noch fixen. Das habe ich auch tatsächlich getan. Also wer die Folge gestern gesehen hat, das ist jetzt für den Stream ein bisschen doof, weil ihr habt die Folge ja noch nicht gesehen. Ich habe mit ein paar Fehlermeldungen beendet und dann versprochen, das Ganze offscreen zu fixen. Habe ich getan. Hier für alle, die aus YouTube jetzt, das ist ein Durcheinander, das zum ersten Mal sehen. Ich habe die ganzen UI-Elemente, wie zum Beispiel die Minimap und den Kompass, jetzt als Controls definiert. Und die ganze Sache rendert jetzt. Was halt noch nicht funktioniert, ist die Steuerung leider. Weil das muss sich ja alles umgehen, damit das UI-Framework halbwegs gut funktioniert. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja, deshalb heute was völlig anderes. Gerade für den Stream, weil die haben ja jetzt leider die letzten 5 Folgen noch nicht gesehen. Möchte ich heute ein anderes Problem angehen, nämlich diese ganze Cache-Geschichte nochmal. Das nervt mich eigentlich seit den letzten 30 Folgen, dass ständig irgendwelche Chunks nicht geladen werden oder dass in irgendeiner Form, ja, ihr wisst schon, dass alles noch nicht so ganz rund ist, wie ich es mir vorstelle. Darum heute mal was völlig anderes. Heute gucken wir uns den Cache nochmal an. Und zwar möchte ich dafür mal ganz kurz malen wieder. Ich habe auch heute ausnahmsweise ein anderes Zeichentablett. Mal gucken, wie gut das läuft. Und wieder völlig unvorbereitet die PowerPoint noch nicht am Start. Das tut mir alles sehr leid. Unsere gute Skizzen-PowerPoint, die mittlerweile voll ist mit irgendwelchen nicht verständlichen Zeichnungen. Und heute, wo so ein bisschen die Beleuchtung fehlt hier, weil ich ja hier vor meinem Monitor sitze und die einzige Beleuchtung sind die Monitore im Moment. Hier mal wieder die gesunde Gesichtsfarbe grün. Das muss ja auch mal wieder sein. Von denen werde ich mal ein paar reproduzieren. Oh, oh. Ich wollte eigentlich die leere Folie unten haben, die hier, damit ich hier wieder ein bisschen malen kann. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aktuelle Zeug überhaupt funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hier mit dem... Nee, ich fürchte, ich muss mit dem Finger malen. Hihihi. Heute mal mit dem Finger. Mal gucken. Nee, das geht hier alles nicht. Ich muss mit der Hand malen. Gar kein Problem. Das Caching-Thema, das ist jetzt echt schon wieder ein alter Hut. Eigentlich schäme ich mich ja, das Thema wieder anzusprechen, aber wir müssen es leider machen. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, dass unsere Chunks nicht richtig laden. Und vor allem kriegen wir früher oder später das Problem, dass wir gerade mit zusätzlichen Aktoren und der Netzwerkfunktionalität nicht mehr zurande kommen mit dem, was wir haben. Kurz zusammengefasst, wir hatten ja zwei verschiedene Caching-Systeme. Der Oldschool-Cache, würde ich mal sagen, den alten, den wir haben. Fingermalkreide, ich weiß nicht so genau, das geht aber, ich muss aber irgendwie auf den Knopf drücken. Dass ich hier mit, hahaha. Ich könnte malen, tatsächlich. Aber irgendwie, ich kriege mir das jetzt wieder weg. Zurück. Oh, oh. So, ich mal mit der Maus, das geht schon. Wir hatten das alte Caching-System, wo wir gesagt haben, super generisch, wir müssen von überall nach überall Daten zugreifbar machen. Deshalb haben wir gesagt, Dictionary ist das, was wir brauchen. Und ihr erinnert euch sicher noch an die Dictionary-Lösung. Wie male ich denn das jetzt am schönsten? Also, dass wir halt im Prinzip ein hübsches Dictionary haben, das auf beliebige Caches, auf beliebige Chunks zeigen kann. Lalala, ich versuche das nur so ein bisschen random access-mäßig hinzukriegen, damit man das Gefühl hat, mit dem Ding geht alles. So. So, also wir hatten eine Tabelle mit den Einträgen, die damals die Chunk-Adressen waren. Also wir haben dann gesagt, okay, Planet 1, Chunk 3, 17, 5.
und haben das da drin gespeichert. Und nebendran konnte ein völlig anderer liegen. Deshalb dieser Random Access Cache, der war super flexibel. Der war nicht abhängig von Chunkgrößen, der war nicht abhängig von Planetengrößen, also das war völlig unabhängig. Der konnte Random Access auf alles, aber viel zu langsam. Deshalb haben wir den ausgetauscht durch einen anderen Cache. Das war der Paul damals, der einfach mal ein bisschen Razzia gemacht hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt mal. War eine gute Entscheidung, bringt uns jetzt halt im Nachhinein ein paar Schwierigkeiten, die wir jetzt ausbügeln. Der sagte, alles easy, wir wollen doch sowieso immer Chunks, die nebeneinander liegen. Das heißt, er hat einfach gesagt, okay, wir haben wieder diese Liste. Allerdings ist es diesmal kein Dictionary, sondern ein Array. Und der zeigt immer auf passende Caches, Chunks, die direkt nebeneinander liegen. Also man kann sich darauf verlassen, dass der Chunk, der rechts neben dem hier liegt, auch in der Welt direkt nebendran liegt. So. So, also quasi der geordnete Array-Ansatz. Die Lösung, die wir hier angewendet haben, damit der komplette Planet grundsätzlich in dieses Ding da reinpasst, ohne dass wir den kompletten Planeten laden müssen, ist das mit den Bitmasken. Wir haben nämlich gesagt, wir brauchen ja sowieso nur eine bestimmte Range an Caches, oh, Caches, an Chunks natürlich, Entschuldigung, und die schneiden wir einfach hinten ab. Also das heißt, wir gucken uns die Adresse an und schneiden die entsprechend an einer bestimmten Stelle ab. Wenn wir sagen, wir brauchen immer 12 zusammenhängende, schlechtes Beispiel, 16 zusammenhängende, also irgendeine Zweierpotenz, und das ist auch eins der Limitierungen dieses Systems, dann schneiden wir einfach hinten die ersten 4 Bits ab und laden die dann da rein als Adressierung. Und das funktioniert sehr, sehr gut, hat aber, wie gesagt, den Haken, also die Zugriffsgeschwindigkeit ist irrsinnig schnell natürlich, dadurch, dass es ein Array ist. Das ist wahrscheinlich eines der schnellsten Verfahren, um auf Daten zuzugreifen, auf fortlaufende größere Daten. Hat aber den Nachteil, dass diese Daten auch wirklich zusammenhängend sein müssen. Und ja, das macht uns Limitierung an der einen oder anderen Stelle. Und auf die möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Unter anderem nämlich die Tatsache, dass wir ja verschiedene Bereiche observen wollen, wenn man das mal observen ist gut. Im Moment gehen wir nur davon aus, es gibt einen Player und der Player hat eine fixe Position. Das ist dann meistens die Mitte dieses Caches. Und links und rechts, die Sachen werden dann geladen und damit ist alles erledigt. Leider streben wir hier ja ein anderes Spielsystem an, nämlich ein Multiplayer-Spiel, bei dem auch andere Objekte existieren können und auf diese Daten zugreifen können müssen. Und deshalb brauchen wir ein flexibleres Caching-System. Also eigentlich wieder sowas hier. Ist aber zu langsam, haben wir festgestellt, weil da kommen wir her. Weshalb meine Lösung jetzt folgendermaßen wäre. Ich gehe mal einfach davon aus, wir haben den. Oh Gott. Ich brauche ein Zeichentablett. Player. So, der Player braucht Zugriff auf grundsätzlich zwei unterschiedliche Systeme, die mit Chunks arbeiten. Das ist einmal die Kollision. Oh Gott, das geht so nicht. Mit Fingern malen. Das geht so nicht. Ich versuche Folgendes. Ich male hier drinnen rum. Ach, das geht jetzt so auch nicht. Doof. Kann man das hier irgendwie rausradieren? Kann ich das nicht einfach hier mal kurz? Nein, das, da will ich zuschneiden. Hab's gleich. Das kann ich wiederum nicht zuschneiden. Okay, was soll's. Ich mal mit Kästchen. Ich habe das schon mal smarter gemacht, ich weiß. So, also wir haben den Player. Und der Player braucht ein grazileres Kästchen. Ich möchte so eins haben. So. Und kleiner schreiben dürfen wir es auch, ansonsten haben wir nämlich keinen Platz. So. So, der Player hat, wie gesagt, zwei Systeme, auf die er zugreifen will. Das ist einmal die Kollision. Und da haben wir so einen Wertebereich von, wo wir gesagt haben, ein Chunk in der Mitte, den links und den rechts brauchen wir. Also so eine Range von 3, sage ich mal. Natürlich auf jeder Achse, das heißt, insgesamt brauchen wir dann 9, beziehungsweise 27. Die 3 ist jetzt einfach nur auf einer Achse, damit wir mal so ein bisschen ein paar Richtwerte haben. So, außerdem haben wir den Renderer, den nenne ich mal so. Und der ist abhängig von der View Range, wie weit wir sehen wollen. Und das nehme ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, 16. Einfach um mal so ein bisschen eine Maßanzahl
reinzubringen. So. Das Schöne an diesen beiden hier ist, dass es grundsätzlich eine Schnittmenge gibt. Dadurch, dass der Player oder das Zentrum beider Systeme eigentlich der Player ist und der Player immer dieselbe Position hat in beiden Systemen, teilen die sich grundsätzlich ein so ein System. Und damit funktioniert diese Lösung für, also die Paul-Lösung, nenne ich es jetzt mal. Timer. Nee, ich hab's im Auge, passt schon. Hab's noch nicht vergessen. Das mache ich fürs Coden-Gummi. Den habe ich den überhaupt hier? Oh Gott, ich hoffe, ich habe den hier. Alex1A hat abonniert. Vielen Dank. Ha, schön. Ich kriege jetzt kleine Notifications. Die habe ich beim letzten Mal übersehen. Wieder. Ich habe es beim letzten Mal schon festgestellt, dass es die gibt. Naja, okay, egal. Ja, und dann nehmen wir jetzt einfach den, wie nennen wir das? Ring-Puffer haben wir es beim letzten Mal genannt, aber ich nenne das jetzt einfach mal Array. So, das ist unsere Array-Lösung. Die ist absolut cool, die kann übergreifend sein zwischen Kollision und Renderer, wenn wir das wollen. In meinen Gedanken bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, aber jetzt kommt noch ein bisschen was anderes dazu. Hier kommt jetzt zum Beispiel ein autonomes Objekt. Wie nennen wir das denn mal? Ein NPC. Ich nenne es einfach mal pauschal NPC. NPCs sind in der Regel Non-Player Character, glaube ich, dafür heißt das, steht das, die in der Welt rumstehen. Der Octobot, genau. Octobot. Die stehen in der Welt rum und tun eigentlich nichts Besonderes. Die laufen so ein bisschen umher, sind vielleicht Händler, sind vielleicht Questgeber, was auch immer. Also die sind auf jeden Fall nicht vom Spieler gesteuert, sondern die stehen einfach so in der Welt rum. So, und die brauchen auch Informationen über ihre Umwelt, weil die möchten sich vielleicht bewegen und sind genauso der Physik unterworfen wie der Spieler auch. Das heißt, da gibt es auch eine Kollisionsabprüfung. Und die Kollisionsabprüfung ist abhängig von verschiedenen Chunks natürlich. Kollision. Und auch da brauchen wir eine Range von ungefähr 3, um sicherzustellen, dass der Spieler sich innerhalb der physikalischen Rahmenbedingungen bewegt. Der Haken an dieser Geschichte ist jetzt nur, dass der NPC sich nicht zwangsläufig in dieser Range dieser beiden hier befinden muss. Und das ist eigentlich auch schon die Ursache des Problems, das wir mit diesem System hier haben. Ja, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das in einen... Wohl, machen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt nämlich noch die dritte Option. Also den dritten Kram, da kopiere ich mal einfach das hier. In einem Multiplayer-System haben wir natürlich einen zweiten Spieler. Na, jetzt haben wir es. Das heißt, da kommt jetzt grundsätzlich auch nochmal Spieler 2. Müssen wir mal gucken, dass ich hier das nicht hinter den Chat fummle diesmal. Und auch der hat eine eigene Position und der hat auch wieder dieses System aus Kollision und Renderer. Wobei da jetzt auch der Renderer optional ist, weil der Renderer ja eigentlich nur dort gebraucht wird, wo die Sache auch wirklich gerendert wird. Das heißt, das nehme ich hier mal ganz kurz raus. Und mache dann ein weiteres Problem auf. Und entkopple diesen Renderer, nämlich vom Player. Der Player ist nämlich in dem Zusammenhang eigentlich nur ein weiterer Bot oder ein weiteres Objekt im Spiel. Der Renderer bezieht sich nämlich eigentlich gar nicht auf den Player, sondern er bezieht sich auf die Kamera. Wenn wir also irgendwann mal einen Observer-Modus haben oder eine frei bewegliche Kamera oder, keine Ahnung, eine Helmkamera für ein Schaf, was weiß ich, dann ist der Renderer plötzlich nicht mehr gekoppelt an den Player, sondern der Renderer hat sein eigenes System. Und spätestens jetzt sehen wir, warum dieses System hier, das sich darauf verlässt, dass man nur einen bestimmten Bereich anschauen kann, ein Problem ist. Deshalb machen wir das mal anders. Packen wir das mal hier rüber. Kamera. Und die Kamera ist natürlich in unserem aktuellen Modus der Player, aber die Kamera muss nicht der Player sein. Das kann irgendwas sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kamera einen eigenen Array kriegt eigentlich. Machen wir das doch mal. Das ist nämlich jetzt auch automatisch meine Lösung, zu sagen, wir haben keinen globalen Array, sondern wir haben mehrere Arrays für jedes autonome System, einen eigenen, jeweils in der Größe des notwendigen Systems, also bei einer Kollision eben diese 3x3x3, bei dem Renderer eben 16x16x16. Und diese Systeme sind unabhängig von... Oh Gott, ich hab's hier voll drauf hier mit dem Steuern von PowerPoint.
Das heißt, jeder dieser Systeme hat ein eigenständiges System an Chunk-Informationen. Und mein Plan wäre jetzt, diese Arrays hier als Level-2-Puffer zu betrachten und hier unten einen globalen Dictionary wieder ins Leben zu rufen, das den Zugriff auf die Daten hält. Also hier gibt es ein Dictionary, das grundsätzlich so viele Instanzen von Chunks hat, wie all diese Systeme gemeinsam brauchen. Das globale Dictionary sorgt für die Persistierung auf die Festplatte. Das heißt, hier unten gibt es die übliche Tonne für die Persistierung. So, also hier ist unser Daten-Dingensbummens. Wir basteln uns noch, na, wo sind wir denn? So, was wollte ich haben? Das heißt, das Ding holt sich die Daten aus der Datenbank. Und jeweils jeder Array, unabhängig voneinander, holt sich die Daten aus dem globalen Cache. So, deshalb muss unser Cache jetzt ein bisschen anders funktionieren, als er es bisher getan hat. Wir hatten ja bisher gesagt, okay, wir kümmern uns in unserem Dictionary nur um Dinge, die zuletzt geladen wurden. Also, dass wir sagen, wir haben ein Limit von 10.000 Chunks und diese 10.000 Chunks, die laden wir erstmal voll. Und jedes Mal, wenn der 10.001. Chunk geladen wird, werfen wir den Chunk raus, der zuletzt gebraucht, also der am längsten nicht gebraucht wurde. Und das war ja der Ansatz unseres bisherigen Dictionaries. Bei den Arrays läuft es ja ein bisschen anders. Die Arrays sind ja aktiv und sagen aktiv, welche Chunks sie nicht mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, ob das unser globaler Cache konnte oder nicht, bin mir nicht sicher. Aber der Array würde ja aktiv sagen, so diesen Chunk brauche ich nicht mehr. Und ja, das wäre jetzt mein Ansatz, zu sagen, wir haben hier dieses globale Dictionary. Das globale Dictionary hat kein Limit. Das ist natürlich wieder eine Frage des Arbeitsspeichers, klar. Aber das Dictionary selber kümmert sich nicht um die Limits, sondern das Dictionary macht was ganz Abgefahrenes. Es speichert die Referenzen auf die Daten. Das wäre jetzt mein Ansatz. Das würde nachher dann auch mit dem Netzwerkmodus funktionieren und mit dem Multiplayer-Kram und mit den NPCs und allem drum und dran. Das heißt, jedes dieser Arrays geht zum Laden eines Chunks auf das globale Dictionary zu und sagt, ich brauche den Chunk Planet 1, 7, 12, 14. Kriegt diesen Chunk und das Dictionary merkt sich, dass dieser Array hier eine Referenz darauf hat und den hier aktiv braucht. Irgendwann sagt dieses Ding hier, ich gebe diesen Chunk wieder frei, weil ich brauche ihn nicht mehr. Damit weiß das globale Dictionary, okay, das Ding wird von niemandem mehr gebraucht, jetzt kann ich es wieder wegspeichern oder aus meinem Speicher löschen. Wegpersistieren wäre vielleicht ratsam, das permanent zu machen. Da müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen, wie wir das machen. Aber dass wir so ein verteiltes System an Speicher haben, ohne dass wir da in irgendwelche Schwierigkeiten reinlaufen. Dann haben wir nämlich die Kombination aus beidem, nämlich die Flexibilität des Dictionaries, das uns erlaubt, Random Access auf beliebige Chunks zu machen. Und gleichzeitig haben wir die irrsinnige Geschwindigkeit dieser Arrays, die halt in ihrem lokalen Bereich die Daten zur Verfügung stellen. So wie es der Paul gemacht hat, ist das blöd, weil im Moment haben wir den Array als globalen Speicher. Jetzt wäre die neue Lösung zu sagen, dass der Renderer seinen eigenen Array kriegt, die Kollision, also so wie es jetzt hier auch aufgetragen ist, dass wir einfach, einfach die Geschwindigkeit hier lokal haben, aber die Persistierung halt global passiert. So, das wäre mein Ansatz und das Ganze würde ich gerne mit euch quasi in der nächsten Folge implementieren, weil diese Folge ist jetzt fast schon vorbei. Und ich würde das vielleicht auch ein bisschen strukturierter angehen, vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Test oder so. Mal gucken, ob wir da Bock drauf haben und was der Chat so sagt. Nur rein nahe, vielen Dank für Sabo. Und dann können wir mal gucken, wie wir vorwärts kommen. Wie weit der Chat Bock hat und wie weit wir das Ganze irgendwann mal hinkriegen. Ich glaube, das ist die erste 20-Minuten-Punktlandung seit 300 Folgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octopus. Bis dann.